ich meine, eine von 500 Frauen zu sein, die die Stadt prägt und mitprägt, also das ist cool. Das freut mich sehr, weil ich fühle mich gesehen. Insgesamt sind ja in Städten mehr Männer geduldet, die Strassen nehmen und was weiß ich. Und da geht es jetzt wirklich mal um Frauen, dass die dürfen den Raum einnehmen. Schade ist er nur temporär, finde ich. Aber auch das, also jetzt einfach mal können so ein riesen Teil anstellen mit Namen drauf von Frauen, die da irgendwie eine gewisse Wichtigkeit haben für die Stadt, finde ich per se schon cool. Der Katharinenturm, der hier steht, erinnert daran, dass Katharina von Zimmern vor 500 Jahren mit ihrer Schlüsselübergabe etwas sehr Wichtiges gemacht hat, nämlich mit dem einen Aufstand, einen Gewaltakt, einen Krieg verhindert hat. Mit der Folge aber der Konsequenz, dass Frauen ins zweite Glied zurückgetreten sind. Also sie haben nicht mehr die gleiche Macht, sie haben nicht mehr eine Autonomie, so wie es im Klosterleben Frauen einfach leben können. Mit dem Turm heute erinnert man an das, dass aber Frauen immer ihre Bedeutung hatten und auch mitgestaltet haben in der Gesellschaft. Für mich als Architektin, es war sehr eine Ehre, überhaupt so ein Projekt umsetzen zu dürfen. Die Idee ist, den Südturm, den wir jetzt integriert in den Baukörper sehen, wieder in Erinnerung zu bringen durch diese Installation. Und das ist etwas, das sehr Besonderes ist. Eine Turm, die jetzt nicht mehr in das Stadtbild prägen kann, wieder ausführen zu dürfen. Zweitens die Lage. Wir sind in der älteste Teil der Stadt Zürich, neben einer der wichtigsten Altstadtkirche, Frau Munster. Und zu dritte ist die Höhe. Natürlich ist eine 40 Meter hohe Turm. Das ist von verschiedenen Ecken der Stadt zu sehen und ersichtlich. Und es ist schon spannend, wie plötzlich für diese 4 Monate das Bild der Stadt Zürich sich etwas umgeändert hat.